Ja, servus Leute. Grüße euch hier auf Herbers Meerwasser zum Facility Service beim Sebastian. Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin, nicht mehr weit. Bin gleich da. Und dann schauen wir mal, wie es tatsächlich aussieht. Ich blende euch mal das aktuelle Bild vom Becken mit ein, wie ich es tatsächlich vorgefunden habe, beziehungsweise wie es über die Kamera zu sehen ist, weil wir überwachen das Ganze per Videoüberwachung. Und ich bin jetzt im Prinzip auf dem Weg dahin, um zu schauen, alles okay, alles nicht okay, was muss gemacht werden, Osmosewasser nachfüllen, Werte messen und. Und genau das machen wir dann jetzt. Bis gleich. Ja, so Leute, da stehen wir jetzt vor der Tür. Und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Also, ich gehe mal wahrscheinlich am besten selber auf das Bild, drehe die Kamera, alles unscharf. Ja, da steht's. Unberührt, ungeputzt. Oh, ich sehe. Erstmal die Katze. Hi. Na, Süße. Ja, du bist ja geschoren. Ja, das sieht erstmal. Ja, dreckige Scheiben, wie erwartet. Oh, war ja, wenn das Sebastian sieht. Aber alles in allem, muss ich sagen, sieht erstmal gut aus. Seine Glasrosenzucht macht sich auch. Temperatur scheint auch okay zu sein. Dann machen wir jetzt mal. Da unten will jemand bespaßt werden. Du bist so alleine hier, ne? Ja, nachher kommt hier wieder jemand. Ja, ich würde sagen, ich baue das Stativ mal auf und dann machen wir weiter. Ja, ich habe mal das Weitwinkel drauf gemacht. Ich zoome das hier und da mal ein bisschen zum Detail ran. Schauen wir doch jetzt mal direkt vom Anfang an, wie es von Freitag bis jetzt aussieht. Genau richtig vermutet. Osmose ist so gut wie leer. Das passt. Im Abschlabber ist auch noch ein bisschen was drin. Also fangen wir jetzt erstmal an, Osmose nachfüllen und dann dementsprechend Abschlabber sauber machen und dann gehen wir an die Werte messen. Das macht man drüben wieder am Tisch. Wo ich jetzt gleich auch nochmal schauen muss, ist hier. Wo war das? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da haben wir schön brav aufgefüllt. Da ist überall noch drin. Ja, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Das passt soweit. Ja, wie gesagt, das Becken ist ein kleines bisschen schmutzig. Um Gottes Willen, die Scheiben sind dreckig. Der Boden ist dreckig. Also, nein. Ich weiß, Sebastian ist da ein kleines bisschen pedantisch in der Hinsicht, aber gut. Soll ja nach dem Urlaub ein kleines bisschen was zu tun haben. Also, ich mache einen kurzen Schnitt für das Osmosewasser nach, weil dann muss ich nämlich da hinten hin. Da steht jetzt die Kamera im Weg und ja, dann machen wir dann gleich mit den Messungen weiter und schauen uns an, wie es ausschaut. Also, kurz. Ja, schauen wir es uns dann noch ein kleines bisschen genauer an, wenn wir jetzt hier Licht haben. Ja, müsste auch mal wieder aufgeladen werden. nee, das passt alles soweit. Im Abschirm haben wir hier unten ein kleines bisschen was drin, den können wir so lassen. Dann brauche ich den jetzt nicht aus, um wieder anschalten und wieder komplett neu einzustellen. Die Watte passt auch soweit. Da schreibt Sebastian gerade. Noch ein paar Kleinigkeiten nachfragen. Ich bin wieder am Schwitzen. Hier läuft das Kätzchen durch die Gegend. Ne? Arme Maus, bist ganz alleine hier. Ne? Ja, und dann kommt jetzt erstmal wieder die Osmose rein. Oben im Becken passt soweit alles. Da putze ich jetzt gleich die Scheiben und dann nehme ich mir die Wasserprobe und dann gehen wir rüber zum Tisch und dann schauen wir mal, wie die Wasserwerte sind. Bis gleich. Ja, dann schauen wir noch mal etwas genauer hin. Wie gesagt, die Scheiben mache ich gleich sauber. Da unten vermehren sich ein paar Büschelalgen. Hat Sebastian wieder was zu tun, wenn er zurückkommt. Die Tierchen sind alle noch da.
steht soweit alles ziemlich gut hier. Und dann gehen wir noch mal rüber. Die Anemone ist auch wieder riesig hier. Ja, mit den Algen muss man noch mal ein bisschen gucken, dass man da noch mal einen Fressfeind reinkriegen. Gegebenenfalls, wie gesagt, setzen wir erstmal jemanden rein, der tatsächlich sowas frisst, und wenn er dann zu groß wird, muss er dann eben raus. Lässt sich erstmal so nicht ändern. Dann sehe ich gerade, die Anemone macht so ein bisschen Terror mit der Dings. Da muss man vielleicht ein kleines bisschen vorgehen. Ja, ihr seht das selber da unten, das passt mit der Euphilia. Katze läuft hier durch. Aber generell, vorne die Euphilia-Brücke, die hat sich wunderbar vermehrt. Also das ist wunderbar, hat sich das entwickelt hier, das Becken. Ich sag die Kleinigkeiten jetzt, aber das passt. Ja, gehen wir nochmal nach unten. Und ihr hört, nein, ihr hört nichts, ihr hört die Katze laufen. Wirklich ein bisschen die Pumpe hier, aber das ist wirklich nur minimal. Der Abschäumer macht sein Ding. Und ja, Osmosewasser ist nachgefüllt. Socken braucht, ne, einmal Licht. Socken brauchte ich noch nicht. Beziehungsweise Filterwatte war noch okay. Die können wir noch so lassen. Ja, und alles andere, wie gesagt. Ich mache jetzt gleich die Scheiben sauber. Vorher nehme ich noch eine Wasserprobe, damit ich messen kann. Und dann gehen wir rüber zum Messen. Ja, Leute, soweit sieht das Becken ganz gut aus. Wir wollen mal gucken, was die Werte sagen. Fangen wir mal mit dem an, was uns momentan am meisten interessiert. Mit dem Phosphat. Und wo haben wir denn hier Ergänzungen gelassen? Ach ja. Da hat er so versteckt. Vielleicht ein Foto von machen, wenn ich weiß, wie ich es wieder einräume. Ja. So, wir nehmen uns einmal Ergänzungen raus. Ja, alles in allem läuft das Becken ziemlich stabil, ziemlich gut. Gefällt mir. Ist definitiv sehr schön geworden. Die Euphilien vorne, die haben sich echt richtig, richtig geil gemacht. Ich bin mal wieder am Schwitzen, wie immer. So. Und dann fangen wir mal an hier. Eine Wasserprobe. Und schon was aus. Mal bis zum Anstrich voll. Ne, schmeckt's dir? Kätzchen ist hier am Schnabulieren. Ja, wird ja zweimal am Tag gefüttert. Kommt ja zweimal am Tag immer vorbei zum Katzenfüttern und Fischefüttern. Ich bin jetzt hier fürs Aqua zum Checken. So, erstmal zumachen. Küchenkrepp, um das Ganze sauber zu kriegen. Damit wir das hier schon mal anstoßen können. Die Schere haben wir auch da, sehr schön. Ja, das passt. So. Eben das Brötchen hier vorbereiten. Alles in allem ist das mit seinem Becken sehr, sehr gut gelaufen. Er ist aber auch tatsächlich jemand, der pedantisch dahinterher ist, das Becken clean zu halten, weil er es halt aus dem Netz so kennt. Ja, und das, was ich euch jetzt eben gezeigt habe, das war dann mal jetzt the dark side. Ja, sieht man dann eben dann mal, wie es dann aussieht, wenn es mal ein paar Tage nicht gereinigt wird. So, eine super Markierung da. Und die erste Messung. So. Dann packen wir mal drüber schon rein. Das ist als Eingang. Röhrfisch und ab geht's. Und ich möchte jetzt nicht, dass irgendwas hier blau wird. Das wäre doof. So, in der Zeit kann ich schon mal
das hier vorbereiten. Einmal das aufnehmen, rausspülen, aufnehmen. Das muss noch eine Minute, ein Minütchen. Ja, das war's wenig. Heißt nicht, dass es falsch ist. Da hast du die Referenz. Da hast du die Referenz. So, jetzt die zweite Pipette. Könnte nämlich sein, dass wir das Ganze einmal nachkalibrieren müssten. Tatsächlich fast richtig. So, jetzt machen wir hier erstmal kurz. Ihr merkt, Ping-Pong spiele ich hier. Zack, raus damit. Sauber wischen. Das passt soweit. Und lange drücken. Zweite Messung läuft. So, jetzt gehen wir nochmal hier zu. Er ist ein kleines bisschen runter. Eben nachstellen. Caption wieder drauf. Sauber machen und nicht mehr wissen, welche Pipette man jetzt benutzt hat. Herrlich. Das waren jetzt genau 35. Die hier. Hat auch genau 35. Also, Dichte stimmt. Das heißt, da müssen wir uns keinen Kopf machen. Alles soweit im grünen Bereich. So, okay. Timer läuft noch. Wir sind bei 1 Minute 50. Dann können wir den nächsten Test schon mal vorbereiten. Sorry, Gott. Ich bin, ja, Kacher. Genau. Der Jute von ATI. Referenz brauchen wir nicht. Alles, was wir brauchen. Zack! Das war der Durchzug. Ich habe die Tür nicht gesichert. Kurzer Schnitt. Ich mache mal eben hinten die Tür auf, damit hier wieder vernünftig Luft durchgeht. Dann machen wir weiter. So, da bin ich wieder. Die letzten 40 Sekunden laufen. Das heißt, wir können den Test hier schon mal vorbereiten. Mal durchspülen. Auch einmal durchspülen. Einmal. Zweimal. Und ja, das nehme ich euch dann jetzt gleich auf, damit ihr das auch live habt. Dann bin ich hier trocken im KH, wo auch nicht zu viel Wasser bemessen wird. So, die letzten Sekunden laufen. So, wir haben eine charmante 9. Ja, wir können also jetzt wieder ein bisschen nachschießen. Das ist ein kleines bisschen wenig. Ich würde einfach mal sagen, wir schießen ein bisschen an Phosphat nach und dann können wir dann dementsprechend beim nächsten Mal gucken, wo wir da liegen. So, weiter geht's mit dem Hardtest. Ja, ist ja gut. Nicht so schnell. Entschuldigung. So.
zur besseren Sichtbarkeit machen wir anstatt 3 Tropfen machen wir 4 rein. Steht ja auch so eine Bedienungsanleitung drin, hat mich Sebastian mal darauf hingewiesen. So, ich verursache ein riesen Chaos hier. So, einmal schütteln. Flüssigkeiten immer schütteln. Egal ob sie klar sind. So. Einmal raus, einmal rein. Auf den Strich genau. Und dann gucken wir mal. So, das ist eine 2,5. Da mache ich euch auch mal ein Bild von. Ja, ich denke eher eine 2,2. So, das heißt, wir haben einen leicht erhöhten KH. 2,2, 7,8. Das ist soweit okay. Da kann man erstmal mit leben. Ich mache den Test jetzt einfach nochmal und gucke, ob ich aufs gleiche Ergebnis komme. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dem Hanna habe ich getraut, weil ich ganz genau weiß, was ich da getan habe. Mit dem Tröpfchen. Also eine gemessene 7,8. So, das Video von. So, da seht ihr, das passt. Und hier ist der Strich, da ist der Strich. 2,2 circa. Macht dann im Endeffekt eine 7,8. Müssen wir ein kleines bisschen den KH runtersetzen. Das weiß aber Sebastian am besten, wie er es eingestellt hat. Ja, das passt. Phosphat müssen wir ein bisschen nachdosieren. Aber nur ein bisschen. Weil es ist ja immer noch mal da. Und ja, alles in allem sieht das mal gut aus. Ich beseitige das Chaos und sehen wir uns vom Aqua wieder. Ja, Leute. Ein bisschen. So. Nun ist besser. Becken ist soweit sauber gemacht. Und ich warte jetzt auf den Sebastian. Ich habe ihm gerade noch mal kurz gesagt, was er nachdosieren soll, weil das Ganze ja App gesteuert ist und er die App hat. Da warte ich jetzt im Endeffekt drauf. Er rennt gerade ins Zimmer, weil da ist das Netz besser. So aus der Türkei. Ne? Da habt ihr ja nur im Zimmer dann ein bisschen besseres WLAN, beziehungsweise im Hotel selber. Ja, alles in allem, ich habe die Scheiben geputzt. Man kann wieder reingucken, es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Die Öffinen stehen soweit so gut. Die KH wird ein kleines bisschen erhöht, also minimal 0,3. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Und ich stelle da jetzt ein bisschen zurück in der Dosierung. Und ja, Phosphat schießt da jetzt gleich mal 7 ml nach, damit ein bisschen mal Saft ins Becken reinkommt. Damit das Ganze jetzt nicht zu wenig wird. Und dann werden wir eine Dauerdosierung nochmal nachstellen, zweimal am Tag von 2 ml. Und weil es halt jetzt abgesackt ist über die ganze Zeit, man merkt dann halt, dass keiner reingreift, dass keiner was macht, dann ist im Becken steht es schon mal ganz, ganz anders. Ja, er rennt immer noch, wir machen einen kurzen Schnitt. Nein, machen wir nicht, er hat es geschafft. Dann läuft die Pumpe. Ja. So. Korrespondiert. So geht das über dementsprechend ja, die Entfernung.
nachdosiert ist. Und dann passt es. Wir haben nochmal Rücksprache gehalten mit dem Sebastian, was noch zu tun ist von seiner Seite aus, weil, wie gesagt, App gesteuert. Da haben wir jetzt von Donnerstag, hatte die letzte Messung gemacht vom Phosphat her, da lagen wir ja bei 38. Und jetzt sind wir auf Donnerstag, ist heute Montag, also fast 3,5 Tage, gerade 4 Tage, sind wir runter auf 9. Da haben wir gesagt, okay, wir schießen jetzt einmal 7 mm nach, das hat er gemacht. Und wir stellen wieder eine Phosphatdosierung von täglich 2x2 mm. So, ich werde übermorgen werde ich wieder herkommen, dann geht das Video weiter. Und dann schauen wir mal, wo die entsprechenden Werte da liegen, wo der KH liegt. Wie gesagt, 7,8 kann man mit leben, kann man so lassen. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal das Calcium messen. Wo das liegt, das habe ich heute nicht gemacht. Aber alles in allem steht soweit ganz gut. Hinten die kleinen Filter in der Mitte ist es ein bisschen beleidigt, weil ich eben die Schallensauber gemacht habe. Jetzt kann er mir da draußen gucken und sieht, wie kann das ganze Elend hier draußen stehen. Nein. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Schnitt und in 2 Tagen sehen wir uns dann hier wieder. Ladies and Gentlemen, Facility Management, der 2. Tag. Heute schauen wir mal, was mit dem Phosphat ist, was wir nachdosiert haben. Und vor allem, was die Katze sagt. Angeschlossen ist. Essen leuchtet blau. Da bist du ja. Da bist du ja. So. Ja, servus. Na komm, geh mal vor. Geh mal vor. Katze. Und da haben wir es. So. Na, alles gut bei dir? Hier sieht auch alles gut aus. Aufpassen, dass ich nicht an die Wände komme mit meinem Stativ. Jo. Was soll ich sagen? Wir haben ein paar Fadenalgen, ein paar Fadenbüschel da hinten. Gucken, ob ich gleich eine Pinzette finde, um die ein kleines bisschen wegzuzupfen, weil die sind schon recht lang. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, brauchen wir hier erstmal nichts großartig gucken. Schauen wir noch mal kurz unten. Ja, Wasser muss ich noch mal nachfüllen. Ist definitiv, hatte was gefehlt. Ich zeige euch auch nachher warum. Aber ansonsten alles gut. Ja, dann würde ich sagen, Wasserprobe nehmen, Wassertest machen. So, Ladies and Gentlemen, folgende Situation war jetzt. Wie gerade eben schon gesagt, das Osmosewasser ist verdunstet gewesen. Am ersten Tag, wo ich jetzt hier war, also hatten wir da eine erhöhte Dichte. Ich habe den Tank nachgefüllt, es ist nachgefüllt worden und jetzt ist die Dichte leicht abgesackt. Wir waren auf 32, habe jetzt angehoben. So, jetzt ist natürlich die Frage, passt der KH, passt das Calcium, das müssen wir dann jetzt auch mal eben kurz checken. Phosphat hatte ich euch eingeblendet, oder blende ich euch jetzt ein, lag bei gemessenen 22, also 2, 4, 6, 0,06 bis 0,07. Und dann gucken wir jetzt mal, was der KH sagt, weil... Wenn der zu dem Zeitpunkt, wo wir den gemessen haben, auch nicht da war, wo er hingehörte, aufgrund der Dichteverschiebung, dann hat man natürlich keinen richtigen Wert. Also finden wir das jetzt mal raus hier. Mal jetzt mal eben, das ist das Falsche, hier die ganzen Sachen durchchecken, damit wir auch alle Werte da haben, wo sie hingehören. Bin übrigens auch nicht allein. Das zweite Facility Managerin ist auch hier. Ich dachte, geht die Tüten da auf einmal. Wir richten jetzt hier ein. Nein. Ist tatsächlich gleich geblieben.
durch die dichte Erhöhung, dadurch, dass wir jetzt verdünnt hatten, wäre es gefallen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich, hätte ich die Dichte nicht geprüft, hätte ich wahrscheinlich zu wenig gemessen. So, jetzt habe ich die Dichte wieder dahin gebracht, wo sie hingehört. Und siehe da, 2,2 gemessen, das gleiche, also 7,8. Genau, 7,8 waren das, die ich beim letzten Mal gemessen habe. Also alles da, wo es hingehört. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das Kalzium steht. Dann machen wir das durch. Bisschen hier, weg damit. Trocken machen, wieder alles zusammensetzen. Jetzt möchte Sebastian hier füllen, wenn er das alles nicht zusammensuchen muss. Bisschen richtig reinigen. Dann ist er nämlich ein Ablagerung drin. Die würden wir uns im Testkorb verwischen. Schon habe ich gearbeitet hier. Glas nicht sauber gemacht. Ja, vor und zu. Meine, so wie es aussieht, falsch gelagert. Das ist nämlich umgeschlagen. Das ist noch dicker. Jetzt genau, noch kurz warten. 1,6 ist immer noch blau. Angestrebter Zustand fürs Wochenende. Ach nee, ich muss am Wochenende ja arbeiten. Genau, ihr seht das jetzt hier nicht in einer wirklichen Zeitblase. So, wir sind jetzt hier bei einer 1,6. Ich hoffe, ich habe das wieder hier reingebracht, inklusive der Anleitung, ganz nach unten. Genau, da ist er. Weil da steht auch drauf, wo wir beim Kalzium sind. Was habe ich gesagt? 1,6, 420 on point. Alles top. So, das passt, das passt, das passt. Auspusten. Ja, was soll ich sagen? Werte sind wir jetzt wieder da, wo sie hingehören. Waren wahrscheinlich ein kleines bisschen zu tief. Wir gucken jetzt gleich nochmal ins Becken rein, was das Anheben um ca. 1,5 Punkte waren es ungefähr. Also es waren keine direkten 33, sondern etwas weniger. Ich habe auch nicht ganz so viel von dem Absatz auch schon reingepackt. 2 Punkte anheben auf einen Schlag finden die Euphilien auch nicht ganz so prickelnd. Wahrscheinlich fliegen wir eigentlich gleich schon die Köpfe durch die Gegend. Nein, Scherz. So, ja, dann hat das doch funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Wo ich halt nicht drauf geachtet hatte, ist das hier wieder zurückzupacken. Genau. Wenn das so unförmig ist, ich war das. So, Nitrat brauchen wir nicht zu messen. Das ist sowieso uninteressant. Stickstoff dosiert auch hinzu. Ja, würde ich mal sagen, kurzer Schnitt, wir sehen uns am Becken. Ja, Ladies and Gentlemen. Und da hatten wir jetzt mal wieder gesehen, dass es auch wichtig ist, dass man hier und da vielleicht mal während der Urlaubszeit kontrolliert. Wenn man ein Becken hat, was jetzt nicht technisch überwacht ist, wie meins zum Beispiel. Hier ganz zum Beispiel ist jetzt tatsächlich halt passiert, dass die Osmose, ich sag jetzt mal, fast leer war. Wir hatten einen leicht erhöhten KH-Wert gehabt, beziehungsweise KH-Wert, der eigentlich genau dahin gehört, genau da war, wo er hingehört. So, jetzt haben wir es. Ja, dadurch, dass es halt mengenmäßig mehr Wasser verdunstet ist, haben sich die Werte nach oben geschoben. Sah für mich ganz okay aus. Aber dadurch, dass ich halt jetzt nochmal kontrolliert habe und das Osmosewasser nachgeflossen, habt ihr ja gesehen, es ist sogar in 2 Tagen relativ viel verbraucht oder anderthalb Tage sogar nur, ist das Ganze ein kleines bisschen ausgesüßt geworden. Und ja, hätte ich jetzt
das nicht gemerkt, wären wir wahrscheinlich von der vom KH her relativ tief gewesen, bei der 7,2 wahrscheinlich. Das Kalzium wäre wahrscheinlich auch recht weit unten gewesen. Da hätte ich gesagt, oh, schieß nach. Hätte ich jetzt nicht die Dichte gemessen. Das ist immer grundsätzlich wichtig, wenn ich jetzt meine Messungen hier mache, zumindest vom KH her. Ich muss wissen, dass ich auch die richtige Dichte habe. Deshalb vergleiche ich grundsätzlich immer mit der Referenz. Ist mein Refraktometer vernünftig eingestellt? Das kann ich eben einstellen, das ist ja das Schöne an der Sache. Und dann kann ich hingehen und kann eine Messung machen. Weil dann weiß ich auch erst, dass es eigentlich passt. So, dass es jetzt mit dem Osmoswasser nicht gepasst hat. Das ist jetzt eine eigene Art von diesem Becken gewesen, weil ich gedacht habe, dass der halt unten weiter rausläuft. War halt auch jetzt ein bisschen Kanister drin. Das ist jetzt wahrscheinlich einen halben, dreiviertel Tag oder so. Wahrscheinlich nicht nachgelaufen ist, konnte ich jetzt tatsächlich nicht wissen und nicht sehen. Schlecht eingewiesen. Nein, Eigenart dieses Beckens, aber dafür kontrolliert man sowas hier. So, bei meinem Becken wäre das jetzt jetzt rein pauschal gesagt nicht passiert, weil ich einmal den Salinity-Gargel drin habe, den mir meine Dichte sowieso misst. Und ich da grundsätzlich immer Osmosewasser in Hülle und Fülle habe. Und bei so einem kleinen Osmosetank muss man dann halt wirklich gucken, dass das auch dann dementsprechend passt. Wir haben jetzt leicht erhöhte Temperaturen, von daher gehe ich mal davon aus, dass ein kleines bisschen mengenmäßig mehr Wasser halt verdunstet ist. Ich werde wahrscheinlich entweder Freitagmorgen, ich weiß noch nicht, wann er zurückkommt, vielleicht nochmal hier reinschneiden. Aber wir haben jetzt heute Mittwoch, Donnerstag, also für zwei Tage sollte das reichen. Also da habe ich dann keine Sorge, dass das im Endeffekt jetzt noch irgendwas aus dem Ruder läuft. Also in allem steht es dann jetzt wieder so, wie es stehen soll. Und ja, ich denke, mein Part ist jetzt hier erstmal beendet und sieht erstmal danach aus, ob alles soweit okay ist. Ich habe das, was halt nicht im Argen lag, so ein kleines bisschen außer der Spur lief, nachgestellt. Also es wäre wahrscheinlich auch jetzt in den zwei Tagen noch zusätzlich nicht wirklich was passiert. Das Phosphat, was wir vorgestern gemessen hatten, lag ja bei 9. Hätte jetzt wahrscheinlich das Futter immer wieder angehoben werden, immer eine Stoßdosierung gewesen durch das Futter. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so wirklich schlimm gewesen nach der Woche. Aber wir haben es jetzt halt tatsächlich auf 0 dahin gezogen, wo es wieder hingehört, durch eine einmalige Dosierung angehoben und jetzt durch zwei weitere Stoßdosierungen am Tag von jeweils 2 Milliliter sind wir jetzt im Endeffekt tatsächlich da, wo wir wieder hinwollen, bei einer 0,06, 0,07, also der absolute Wohlfühlbereich. Ja, wie gesagt, alles in allem dürfte ich jetzt mit dem Ganzen hier durch sein und ich hoffe, euch hat das hier gefallen oder ja, um mal zu sehen, was dann halt gemacht werden kann. Wenn man jemanden hat, der weiß, was zu tun ist und wenn man ein Becken hat, was, ja, ich sage jetzt mal, nicht hundertprozentig technisch überwacht wird, wo man dann im Endeffekt hingehen kann und sagt, ja, passt das alles? Ja, nein, vielleicht. Also, in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Nein, ist ja tatsächlich so. Dieses Video kommt am Freitag raus. So, und morgen, sprich am Samstag, komme ich hier Thorsten abholen. Und am Sonntag, ich denke mal so ab 9 oder 10 Uhr, gehen wir bei Thorsten live und richten den sein Becken an. Und dann schauen wir mal, was wir da alles zaubern können. Wir haben einiges an Korallen organisiert. Wir werden nicht beim Andi Sauerborn vorbeifahren, weil wir schon im Vorfeld ziemlich viel jetzt haben. Einmal bei ihm in der Gegend, dann bei mir. Und beim Andi fahren wir dann vorbei, wenn wir was Spezielles haben wollen. Also etwas, ja, das ganze Becken noch mehr aufhübschen wollen. Er hat nämlich wirklich viele schöne Korallen da. Solltet ihr übrigens auch mal reinschauen bei ihm im Shop. Blende ich mal kurz mit an. Dann schaut ihr mal, was er da so alles hat. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Facility Management Video hier gesehen habt. Bis morgen, Sonntag. Ciao.